Und guten Morgen! Ah ja, da hinten kann man gut schlafen hier. Das ist gut. Ja, jetzt brauchen wir wieder Holz. Wow. Warte, ich hol das noch testen. Ja, der war super. Da. So. Okay. Ja, und wo sind jetzt die ganzen Birken? Ah, da vorne stehen ein paar. Sind die noch nicht nachgewachsen? Das ist natürlich... Ja, doch, ein paar sind schon da. Notfalls, ich glaube, wir sind ein paar Knochen in der Kiste. Müssen wir mal nachhelfen. Ja, da müssten ein paar da dran. Ja, jetzt machen wir erstmal diese hier. Du hast ja echt alles voll gepflastert mit Sätzen. Ah, aua. Das hört sich an, als wärst du attackiert worden. Ja, das stimmt auch. So, Moment. Ah, das war's schon, okay. Das Skelett war wohl schon angesenkt. Bis da mal ziehen, mal gucken. Und zack, 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 zack. Okay, hier. Ah, nee, da. Da habe ich ja nicht weitergemacht. Da hat mir das Skelett abgehalten. So, hier. Ja, genau. Okay. Ich glaube, das kann man machen, was ich mir so gedacht hatte. Was probierst du denn aus? Hier den Abschluss nach oben hin. Ach so, okay. Dass halt auf den Regalen nichts mehr spawnen kann. Ja, nicht mit der Fackel draufhauen. Das ist nicht so effektiv. So. Ah. Was hatte ich denn jetzt für ein Menü aufgemacht? Ich musste mich kurz muten, weil ich wahnsinnig niesen musste. Ich habe wohl die falsche Taste erwischt. Irgendein Menü geöffnet. So, geht das hier auch? Lass mal hier mal testen. Komm da nicht. Ey, halt, setz wieder dahin. Hallo? Ach, verdammt. Da. Oh, wo sind die nächsten Birken? Da. Setzen wir. Doch, da steht schon einiges da an Birken, also. Wie Inventory Tweaks durcheinander kommen, wenn ich hier meine Leisten wechsle. Das ist eure. Na, lass ich da hinsetzen. Nein, da nicht. Ja, super. Hat ja spitze geklappt. Da wäre sowieso zu viel gewesen, ich höre es. Hallo? So und geht nicht, ich bin zu kurz. Jetzt. Du machst immer noch diese Deckenleiste da? Ja, ich habe es jetzt gerade auf der anderen Seite ausprobiert. Ich glaube, das passt auch. Das sieht so aus, als würde das passen. Ich kann ja auch ab und an mal einen Blick auf die Minikarte werfen. Da sehe ich ja auch, wo Bäume stehen. Ja. Also da kann ich einen Überblick haben, wie viel jetzt noch da so rumstehen. Das ist das Interessante dann. Das ist wohl wahr, ja. Jetzt habe ich aus Versehen eine Fackel weggehauen. Super Idee. Ja, wenn ich hier jetzt vorstellt, dass das zu ist, machen wir mal so. Ja, das sieht sogar besser aus, als ich dachte, glaube ich. So.
Hier steht auch so viel Gras rum, dass man die Setzlinge gar nicht mehr sieht. Ja, hau da ruhig weg, das Gras. Die runtergefallenen Setzlinge. Hau da ruhig weg. Oh, hier habe ich schon gewütet heute. Ah, okay. Ich habe da teilweise auch schon weggeballert, aber das ist ja unglaublich viel da. Ja. Da fehlt noch so ein Rasenmäher. Ja, theoretisch hätte ich da sogar was. Habe ich nur nicht gecraftet. Wo die Werkzeuge hier herkommen, da gibt es noch ein Skite, heißt das, glaube ich. Da macht man dieses Gras etwas großflächiger weg mit. Skite, ja, Sichel oder Sense oder wie das heißt. Ja, ja, also. So, Spinne tot. Was ist das? Ach, ein Schmetterling. Ich falle immer wieder auf die Schmetterlinge rein, die hier irgendwo sitzen. Das passiert mir so oft, dass ich denke, was ist das? Dann zoome ich ran. Ach, ein Schmetterling. Oh, hier setzen wir jetzt auch mal provisorisch Fackeln hin. Wenn ich noch hätte. Das Lichtproblem wird noch, glaube ich, sehr interessant. Mhm. Oder vielmehr die Lösung dazu wird interessant. Ja. Da bin ich nämlich echt noch ein bisschen überfragt. Aber egal, das klappt schon irgendwie irgendwann. So, wo steht denn noch was? Ich glaube, vorher wird es noch eher ein Problem sein, dass ich im Moment keinen Stein zur Verfügung habe. Das ist auch unglaublich. Ja, aber das Problem kenne ich. Ernsthaft? Ja. Also, ist mir, glaube ich, noch nie passiert, dass ich in Minecraft zu wenig Stein hatte. Also, solange es nicht zu wenig Erde ist, naja. Weil das wäre der Oberknaller, weil Erde hat man ja immer in Mengen. So, dann haben wir da noch ein paar Birken. Ja, so nach und nach kommen wieder welche nach. Ich glaube, das hatte Mammut mal, ne? Das Problem, dass er keine Erde mehr hatte. Als der seine Wüste dazu geschaufelt hat. Der ist aber schon ewig her. Ja, das ist ewig her. Ne, wir hatten noch vor kurzem bei mir das Problem, dass wir keinen Stein mehr hatten. Okay. Muss man nachsehen, wo das, also ob das wirklich stimmt, ich weiß es nicht mehr. Ansonsten muss ich mir überlegen, wo ich Steine herkriege. Ja, ich bin halt auch noch am Überlegen. Entweder muss ich eine Mining-Tour machen, wo ich eigentlich keine Lust zu haben momentan. Oder keine Ahnung. Ich habe ja hier unterm Lager noch einen Spawner, wo ich auch schon rundherum gebuddelt habe. Da hast du so einen richtigen Schacht runtergegraben. Ja. Wo ich aber sowieso noch nicht weiß, was da genau entstehen soll. Vielleicht grabe ich da einfach noch weiter. Dann habe ich ja auch Stein. Weiter nach unten meinst du? Nee, nach unten nicht. Eher zur Seite. Weil die Tiefe, die passt schon. Die ist jetzt so, dass, wenn der Spawner aktiv wird, die Zombies in den Tod fallen. Ah, okay, ja. Also es muss nicht tiefer sein. Ja, das ist ja ganz praktisch. Du musst nur runtergehen und alles einsammeln. Ja, genau. Ich weiß halt nur noch nicht, wie ich das genau mache. Ob ich da noch eine Mechanik mache, dass die nicht ganz so tief fallen, wenn ich das möchte. Dass ich zum Erfahrung farmen da runtergehen kann. Dass sie da schon fast tot da unten rumgammeln und ich nur noch einmal drauf haben muss, um Erfahrung zu kriegen. Achso, dann kriegst du die Punkte ja noch. Ja? Das wäre noch eine Möglichkeit. Genau mal ausprobieren, wo du das dann machen musst. Wie hoch das sein muss. Ja, das weiß ich. Das wäre nicht das Problem. Ich weiß halt nur nicht, ob ich es mache und wenn, wie ich das optisch mache. Weil da muss man ja ganz ehrlich sagen, Zombies, die lassen ja nichts großartig Interessantes fallen. Ja, stimmt. Die Skelette sind die interessanten. Genau. Oder die Creeper. Genau.
Von daher weiß ich nicht, ob ich das überhaupt noch irgendwie weiter ausnutze. Ja, ist eben schade, dass es ein Zombie-Spawner ist, ne? Ja. Ah, das ist nun mal... Zombie-Spawner sind nun mal häufiger. Ja. Creeper-Spawner gibt's ja rein vom Minecraft gesehen gar nicht. Creepers? In der Welt. Aha. Ja. Das ist, wenn durch eine Mod, wenn du irgendwo einen Creeper-Spawner findest, da war ein Mod im Spiel. Aha, okay. Und Skelett-Spawner sind ja auch relativ selten. So, alle Setzlinge wieder gesetzt und es wird dunkel. Hey. Und ich muss sehen, wo ich hinlaufen muss. Ich habe hier den Abschlüsse an der einen Seite fertig. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Kann man so lassen. Wird da schon wieder eine Spinne? Ah, da kommt sie an. Komme ich da dran? Nein. Doch, aber nicht ganz. Ja, guck mal hier auf der anderen Seite, da habe ich es jetzt fertig. Ich denke mal, das passt. Ich habe keine Fackel mehr. Ich kann da leider gerade kein Licht machen. Ich habe noch ein paar Fackeln da. So, hier, da habe ich welche hingeschmissen. Das ist cool. Danke. So, mal wieder Inventar ausleeren. So. Ja, doch. Ich finde, das passt. Kann man so lassen. Und dann noch die Dschungelholzkisten dazwischen sind. Schubladen. So. Und das hier auf den anderen auch noch gemacht wird. Müsste man eigentlich wirklich mal zählen, wie viele Kisten das insgesamt werden. Ne? Das ist... Nee, ich will es gar nicht wissen. Hat jemand Lust, das auszurechnen? Ich nicht. Das hier sind 2, 4, 6, 7 und 2, 4, 5 hoch. Dreier Durchgang mit jeweils 2 oben drüber. Dann sind es hier 6 mal 5, wieder Durchgang. 6 mal 5, wieder Durchgang. Und 7 mal 5. Und das Ganze 1, 2, 3, 4 mal. Ja, genau. Plus das, was auf der anderen Seite steht. Es ist viel. Es ist richtig viel. Ich rechne es nicht aus. Hoch. Ich habe dir gerade aus Versehen Holz zugeworfen. Okay, warum nicht? Es war nicht so geplant, aber naja. So, ach, da habe ich ja auch noch Holz, okay. Komm, dann schmeiße ich dir die auch noch zu. So. Ach, dann hast du mir das zugeworfen. Na, okay, deswegen hatte ich das da. Ja, ich sage ja, ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, keine Ahnung. Es war auf einmal aus meiner Tasche raus und lag vor deinen Füßen. Ah, nein, ich will da keine Erde hinsetzen, so. Ich könnte mal, warte mal, da nehmen wir aber das hier für. Nee, das ist auch doof. Nehmen wir das. Nein, das doch nicht. So, alle Monster brav hier. Hier unten irgendwas drin? Nee. Machen wir hier nämlich mal diesen. Nein, falsche. So. Das reicht nicht mehr. Ach, hier ist auch noch Zaun. Okay, nehmen wir mal mit. Hallo, Skelett. Na? Oh, es ist dunkel, oder? Ja, es ist dunkel. Jo. So, Skelett hat tot. So, dann esse ich noch eben mein Abendbrot und dann... Schmeiß ich mich mal wieder in die Ecke da. Voll gefressen ins Bett? Oh nein! Ja, das ist nicht gut, das stimmt. So, ich geh mal hier hin. Ich gehe hier vorne hin. Und wo ist mein Rucksack? Mein Schlafsack. Warum sage ich immer Rucksack? Weiß ich nicht. Gute Nacht. Ja, gute Nacht.